Hallo meine Mäuse kennen, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück und für alle Neuen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzlich willkommen. Ich bin die Tanja, das ist mein Kanal, Tanja's Colorful World. So wie das da hinten steht, hier geht es meistens drunter und drüber. Ja, für heute habe ich mir gedacht, heute testen wir mal eine Maske. Und zwar die Seven Heaven Maske, die Pink Sauerstoffmaske. Auf Deutsch, genau, eine pinke Sauerstoffmaske. Ich sag mal, wir fangen einfach mal an und schauen, was diese Maske so kann. Ja. So, meine Lieben, für heute habe ich mir gedacht, wir testen mal diese Bubble-Maske von Seven Heaven. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig ausgesprochen habe diesmal. Ich hoffe es auf jeden Fall. So. Wir haben heute Donnerstag. Ich habe heute mal frei. Wir haben 9.25 Uhr. Draußen ist ein wirklich scheiß Wetter. Ich bin heute so froh, dass ich nicht arbeiten brauche. Es ist ein Sturm draußen und es regnet aus allen Löchern. Ja, wollte ich euch nur gedacht haben, wir testen jetzt diese Maske. Ja, ich habe heute nämlich jede Menge vor. Ich muss nämlich noch das Video für Dienstag abdrehen, mit der Challenge, mit der lieben Steffi. Und dann muss ich noch eine Box unboxen und dann muss ich noch mein Zimmer hier aufräumen. Dann muss ich noch für die Verlosung den Adventskalender zusammenpacken, habe ich nämlich auch noch nicht geschafft, die nicht am Laufen ist, die Verlosung. Ja, ich muss mal gucken, was ich da so reinpacken werde. Auf jeden Fall kann ich euch schon mal sagen, diese Maske hier ist richtig, richtig feucht. Ich bin gespannt jetzt gleich. Oh, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass sie mir gleich richtig schön fit macht, die Maske. Ja. Das schlägt immer wieder um hier. Aber das ist richtig, die ist richtig nass. Die ist richtig nass, die Maske. Richtig. Ich glaube, die fängt schon an zu bummeln. Oh, ja. Oh, wie so kalt. Oh, ja. Seite ist die nicht eingeschnitten. Boah. Das ist jedes Mal für mich Horror, dieses hier aufzusetzen. Ich bin so kälteempfindlich, ne? Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Okay. Erstmal dieses hier runter. Und dieses da drauf. Okay. Und jetzt müssen wir das noch wieder runter machen. So. Okay. Ja, die fühlt sich schon mal gut an. Ich glaube, die fängt schon an zu bubbeln an. Zu schäumen. Ich bin gespannt. Ich schmier das mal ein bisschen noch hier ein. Da gibt heute ein schnelles Video, mal ein kurzes Video, nicht mehr so lang. Letztes Mal das Schminke 50 Minuten. Oh Mann, ich hätte das besser schneiden sollen. Aber manchmal geht's nicht. So, das mache ich jetzt so. So. Da kann nämlich auch ein bisschen hin. So. Ja. Ich lasse das jetzt mal 20 Minuten einwirken. Ich muss mal eben nochmal drauf. Das ist mit Grapefruit. Mit Grapefruit ist die Maske. Ich mache mal erstmal meine Finger trocken. Und dann schauen wir nochmal eben. Ja. Sauerstoffmaske, okay. Bubble Mask. Detox. Mhm. Mit Grapefrucht und Himbeeren. Das Zusammenspiel mit erfrischender Grapefrucht und Himbeeren macht das Anwenden der Bubble Mask ein unvergessliches Erlebnis. Die Bubble Maske verändert bei Kontakt mit Sauerstoff oder der Haut ihre Konsistenz und bildet Schaumblasen. Okay, auf jeden Fall soll die tiefenwirksam sein und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Ja. Okay, wenn wir die Maske abgemacht haben, sollen wir die nochmal 5 Minuten einwirken lassen? Nee. Nur 5 bis 10 Minuten sollen wir die drauf lassen. Okay. Ich lasse die was länger drauf.
Genau. Und das, die ganze Geschichte kommt aus Spanien. Ist tierversuchsfrei. Obwohl hier eine englische Flagge drauf ist. Aber hier steht was von España. Okay. Ich höre jetzt auf zu quatschen. Ich genieße jetzt mal eben die Maske und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau. Sonst wird das Video wieder zu lang. Bis gleich, meine süßen Mäuse. So, meine Lieben. Ich bin zurück. Ich habe sie jetzt mal ein bisschen länger drauf gelassen. Nicht so, so lange, 10 Minuten jetzt. Ich mache jetzt erstmal die Maske ab. So. Jetzt soll mal das ein bisschen einmastieren. Ihr seht, ne, wie viel Produkt da drauf gegangen ist auf die Haut. Also ich muss euch gleich mal eben was vorlesen, was ich gerade entdeckt habe. So. Die Geschichte müssen wir auf jeden Fall gleich abwaschen, wenn wir das hier so ein bisschen einmassiert haben. So. So, Moment. Ich muss mir gleich neue Tücher hier hinlegen. Hab ich vergessen. So. Warnung steht hier, ne? Warnung. Nur für den externen Gebrauch. Testen Sie eine kleine Menge der Flüssigkeit auf den Innenarm. Wir sollten das erst vorher testen, auf den Innenarm, ne? Lassen Sie es 5 Minuten einwirken und spülen Sie es ab. Wenn eine Reizung auftritt, ist die Maske nicht für Sie geeignet. Okay? Nicht für Kinder geeignet, unter 12 Jahren. Also 12 Jahre plus. Kontakt mit den Augen vermeiden. Ja. Auf jeden Fall sollte man das vorher testen. Also ist diese Geschichte nicht so ganz ungefährlich. Wer empfindliche Haut hat, sollte das, glaube ich, nicht testen. Und ich sehe gerade in der Kamera, dass meine Haut darauf reagiert hat. Ich habe rote Stellen. Ich gehe die ganze Geschichte mal eben abwaschen und dann schauen wir uns mal an. Ja, ich glaube, für mich ist die Maske nicht geeignet. Ich gehe mal eben schnell abwaschen. Bis gleich. So, meine Lieben. Ja. Ich muss sagen, die hat ein bisschen, ein ganz klein bisschen gekribbelt auf der Haut. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das so von den Bläschen sind, ne? Also von den Bläschen, dass die Haut so ein bisschen drauf reagiert. So ganz vertragen tue ich die Maske nicht. Also ist nicht so ungefährlich. Also kann wirklich nur jemand benutzen, der keine empfindliche Haut hat. Und so empfindlich bin ich eigentlich nicht, dass meine Haut so drauf reagiert, ne? Muss man eben gerade noch mal gucken. Die Haut tiefenwirksam versorgt sie mit Feuchtigkeit. Ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Haut pralle ist, dass sie sich prall anfühlt. Habe ich jetzt nicht das Gefühl. Das einzige Gefühl, was ich jetzt habe, ist, dass sie so stumpf ist, ne? Stumpf. Ich muss mal einfach mal. Wo ist denn mein Spiegel da? Ich muss mal gucken. Und die brennt immer noch, ne? Obwohl ich sie jetzt gut abgewaschen habe mit klarem Wasser. Also die Haut spannt. Genau, ein Spannungsgefühl habe ich. Ich werde da jetzt auch mal ein bisschen Pflege drauf machen. Ich habe das Gefühl, dass ich da jetzt Feuchtigkeit drauf machen muss. So ein Gefühl habe ich, genau, ja. Ja, ihr müsst, ich empfehlen. Ich glaube, jeder muss bei dieser Maske selbst entscheiden, ob er das mal austesten möchte. Würde ich mir sie nochmal kaufen? Ich glaube, ich würde sie mir nicht nochmal kaufen. Nein, weil auch meine Haut drauf reagiert hat. Und ich nicht das Gefühl habe, dass meine Haut jetzt gut mit Feuchtigkeit versorgt ist, ne? Weil eben halt dieses Spannungsgefühl ist. Ja. So, meine Lieben, das war's jetzt. Sollte ein schneller Test sein. Ich hoffe, wir habt eine kleine Information bekommen mit dieser Maske.
Wie gesagt, jeder muss hier für sich selbst entscheiden. Diese Maske will ich jetzt keine generelle Empfehlung aussprechen. Wie gesagt, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, wie gesagt. So, meine Lieben, wenn euch das kleine Masken-Check-Video gefallen hat, würde ich mir wünschen, wenn ihr mir natürlich ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Natürlich dürft ihr mich auch gerne abonnieren, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ja, was wollt ihr? Ach so, wenn ihr das Glöckchen drückt, bekommt ihr natürlich eine Benachrichtigung auf euer Handy, dass ich mindestens alle 2 Tage ein neues Video online gestellt habe. Genau. So, ich werde mir jetzt irgendwie mal eine Pflege drauf machen auf mein Gesicht und warte dann ein bisschen ab und dann wollte ich eigentlich das nächste Video gleich abdrehen für euch. Seid gespannt, es kommt nämlich eine tolle Geschichte und Dienstag auf jeden Fall nicht verpassen. Nächste Woche Dienstag wird es wieder interessant. Da kommt wieder ein Schminki-Schminki zwischen Steffi und mir. Wir machen wieder eine Challenge, eine Schmink-Challenge. Genau. Darauf die Woche haben wir diesmal auch ein Schminki-Schminki, auch wieder ein besonderes Schminki-Schminki. Und diesmal machen wir diese ganze Geschichte zu dritt. Eine Dreier-Challenge auf jeden Fall. Seid gespannt, wer dabei sein wird. Und ja, wie gesagt, übernächste Woche machen wir eine Dreier-Challenge. Wie gesagt, seid gespannt, wer bei uns die dritte Person ist. Genau. Wie gesagt, das war's jetzt. Ich sag jetzt mal, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao. Tschüss, Kowski, bei der Tür. Bis denne. Ciao. Bye.